Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Trains in World 3D, denn ich spiele das. Wir sind immer noch mit unserem Pride Parade ICE 3 auf der Strecke Kassel-Würzburg. Und ich würde sagen, wir haben ja hier gestoppt in Fulda und ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, den Zug weiter nach Kassel zu bringen. Und das werden wir tun. Und zwar haben wir jetzt schon Ausfahrt, das heißt, wenn das die Bremse lösen. Wir müssen natürlich wieder hier die Zugsicherungssysteme einschalten. SIFA ist eingeschaltet, oder? So. PZB. So, das war nämlich ausgeschaltet, weil wir das Spiel gespeichert hatten. Gedämmte Fernlichter, lassen wir mal. Das ist soweit. Genau, ich glaube, dann waren wir auch soweit. AFB können wir, glaube ich, höher setzen. Auf 40 erstmal. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Der müsste auch vorwärts sein, ja. Dann müssen wir aber hier noch... Ja, eigentlich sind wir doch soweit fertig, oder? Na, irgendwas stimmt jetzt hier noch nicht. Irgendwas ist jetzt hier noch nicht richtig. Was stimmt denn hier jetzt nicht? Geht doch, da war wohl gerade irgendwie ein Bug. So, können wir es befreien. So, dann geht's weiter. Nach wie vor am Gewittern und am Regnen. Das kennen wir ja schon von der Fahrt nach Fulda. Was ist jetzt los? Machen wir mal ein kleines Foto. So. SIFA. Wunderschön. Wunderschön. So, da können wir auch höher aufschalten. Genau. Und gleich dürfen wir schon 120. Bin ja mal gespannt, ob es wirklich noch aufhört zu regnen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. So, dann springen wir mal wieder rein, würde ich sagen. Drücken dabei die SIFA. Ein bisschen weiter aufschalten. Und dann sind wir auch gleich schon wieder im Reisemodus bzw. in der Reisegeschwindigkeit von 2,50. Jetzt schon bereits bei über 200. Können wir denn nicht höher schalten? Okay. Wie geht die AFB nicht höher? Jetzt nicht verstehen. Ah, jetzt okay. So, dann können wir das auch nach vorne. Können wir gleich das HUD auch schließen, genau. Sind beim LCB-Modus. 220 fürs Erste. Wir sind ja immer noch mit unserem
Pride ICE 3 oder auch ICE 3 in Regenbogenlackierung auf dem Weg von Würzburg nach Kassel über Fulda zum Christopher Street Day, der ja in Kassel stattfinden soll. Und wir haben ja in der ersten Folge, beziehungsweise im ersten Teil, den ICE schon von Würzburg nach Fulda gefahren, haben dann da erstmal einen Cut gemacht, weil das Video sonst einfach zu lang geworden wäre. Und sind jetzt auf dem Weg von Fulda weiter nach Kassel, unserer Endstation. Und schauen wir, was uns da in Kassel erwartet. Vielleicht sehen wir ja was von den Feierlichkeiten vom CSD. Bin da echt gespannt drauf. Wird da noch irgendwas Besonderes machen müssen. So, jetzt gleich unsere Höchstgeschwindigkeit bzw. unsere vorgegebene Geschwindigkeit erreicht. So, das scheint ein längerer Tunnel zu sein. Und ich bin gespannt, ob es wirklich aufhört zu regnen. Ah, es wäre der Licht. Das war aber echt ein langer Tunnel. Oh. Es regnet nach wie vor. Ich hatte jetzt die leise Hoffnung, dass es vielleicht aufgehört hat. Aber dem ist leider nicht so. Aber wenn ich so in den Horizont gucke, meine ich, das wird ein bisschen sonniger, dass die Sonne dahin so langsam wieder scheint. Ich kann mich aber auch täuschen. Was sagt ihr? Scheint da hinten so wieder ein bisschen die Sonne, wird es hinten heller? Ich meine wohl. So, 2,50 erreicht. Schneller wird es auch wahrscheinlich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er eine Vormax von 3,30. So viel ist sicher. Wunderschön. Wunderschön. So, und ich habe mal geguckt, es gibt ja im Moment bei Steam den March Sale. Hatte die leise Hoffnung, dass die Niddertalbahn vielleicht einen Tacken günstiger wird. Aber nein, sie ist nach wie vor bei 35,99 €. Aber ist auch klar, die ist gestern erst rausgekommen. Naja, was soll's. Da standen sehr viele positive Bewertungen. Aber von Leuten, die das Produkt kostenlos erhalten haben. Ich sag mal so, den Schelm, wer da Böses denkt. Ihr müsst mal drauf achten bei Produkten, bei den Bewertungen, also bei den Rezensionen, wenn da Leute kommentieren. Da steht dann immer drunter, Produkt kostenlos erhalten. Also daran seht ihr dann, die Leute haben für das Produkt, was sie da bewerten, keinen Cent bezahlt.
Die haben das einfach von DTG geschenkt bekommen. Weiß ich nicht. Vielleicht würde ich da auch dann nur positives Feedback geben. Möglich wäre das. Wie seht ihr das? Wärt ihr da genauso kritisch wie jetzt bei manchen Sachen oder würdet ihr da auf Teufel komm raus nur positives Feedback abgeben, weil ihr die Sachen kostenlos erhaltet? Schreibt's gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch da verhalten würdet. Würde mich mal interessieren. Das soll ja auch kein Vorwurf sein an irgendjemanden. Es fällt halt nur auf, dass Leute, die das Produkt kostenlos erhalten haben, mehr positiv wie negativ schreiben. Manche schreiben gar nichts Negatives, manche nur ein bisschen und ja. Es fällt halt auf. So, ich hatte gerade gesagt, dass es vielleicht ein bisschen heller wird am Horizont. Ich glaube, das kann ich auch wieder begraben. Es war es doch schon ziemlich wieder ziemlich dunkel. Also, ob es wirklich noch aufhört zu regnen bis Kassel, bis Kassel. Ich habe da so meine Bedenken. Sind noch nicht mal mehr 60 Kilometer. Ist ja Wahnsinn, wie die. Also mit 250 merkst du die 86 Kilometer gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Ich hatte ja gestern gesagt, dass ich mit den Lackierungen ziemlich zufrieden bin. Sei es hier beim ICE3 oder auch der grüne Streifen am ICE1. Also die sind wirklich sehr gelungen, finde ich zumindest, ist meine Meinung. Das sieht wahrscheinlich auch wieder jeder anders. Ist auch richtig so, soll ja auch so sein. Wie gesagt, mir gefallen die beiden Lackierungen sehr. Und das sage ich unabhängig davon, unabhängig von DTG, weil ich kriege es, wie gesagt, nicht umsonst. Von daher ist das hier schon ehrliches Feedback. In diesem Fall mal positiv. Ist wirklich sehr gelungen. Sieht wirklich richtig schön aus. So. Und das ist jetzt ohne Beeinflussung von DTG. Positives Feedback. So. Also ich finde es unfair von DTG den anderen gegenüber, der zahlenden Gesellschaft gegenüber. Weil wo ist da der Unterschied? Warum bekommen manche das umsonst und wir, die breite Masse, müssen das bezahlen? Und da wird irgendwie gesagt, oder mir wurde gesagt, die wurden von DTG angeschrieben. Ob die irgendwie ein Ambassador oder so, weiß ich genau, wie sich das schimpft, werden wollen oder sein wollen. Und dann dafür bekommen die halt die Sachen umsonst. Die müssen keine Werbung machen, sie bekommen halt kein Cent dafür, dass sie Werbung machen, aber sie bekommen die Dinge halt umsonst. Und zwar sämtliche Dinge von DTG. Und ich weiß nicht,
Warum wird da ein Unterschied gemacht? Was ist, wo ist, oder wo ist der Unterschied? Wo wird der Unterschied gemacht? Ist das, weil die mehr zeigen bei YouTube oder mehr kaufen oder ich weiß es nicht, oder mehr gekauft haben? Oder sind das einfach zufällig ausgewählte Personen? Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Aber es scheint schon eine ziemliche Menge zu sein, die da irgendwie persönlich von DTG ausgewählt wurden oder so. Weil das waren jetzt 3 oder 4 Stück schon, die ich ja in den Bewertungen gesehen habe, nur hier für die Niddertalbahn. Da stand überall drunter Produkt kostenlos erhalten und weiß ich nicht. Aber das muss doch jeder selber sehen, wie er es sehen will. Ich finde es halt ein bisschen, ja. Ich finde es nicht in Ordnung, sage ich ganz ehrlich. So, ist meine Meinung. Kann auch jeder sehen, wie er will. Weil so 35,99 €, also sprich 36 € für die Bahn, für die Niddertalbahn. Vielleicht hat es seine Berechtigung. Ich meine, es steckt eine Menge Arbeit darin. Das darf man nicht vergessen. Es steckt wirklich eine Menge Arbeit dahinter. Das ist genauso wie bei Fair System und so. Aber da sind die Preise längst nicht so teuer wie hier bei DTG. Und bei Fair System, da steckt eine ganze Menge Arbeit, mehr Arbeit drin. Weil bei Fair System Sound Design zum Beispiel, da wird ein ganzes Szenario gebaut mit Ansagen und. Mit KI-Verkehr und all so drum und dran. Und da bezahlt man keine knappe 40 € für ein Szenario. Naja, es sind halt die Preise von DTG, ne? Macht mal nichts gegen. Und wenn ich dann so eine 146 höre, wie die losheult. Ja, ihr wisst selber, wovon ich spreche, ne? Was die für einen Ton von sich gibt. Ob die Preise dann immer so gerechtfertigt sind, sei mal dahingestellt. Und dann noch die Bugs, die hier und da auftreten. Immer noch. Ich meine, das Spiel ist nicht erst seit gestern draußen. Von daher, kann jeder selber urteilen, ob die Preise immer gerechtfertigt sind. Die DTG da so festlegt für manche DLCs. So, wie weit haben wir es denn noch? Kann ich meinen Controller auch wieder bewegen. So, 34, also ein bisschen quatschen, da fliegt die Zeit. Nur der Regen hört nicht auf. Waren weiterhin 250, werden aber dann gleich auf 200 beschränkt. Aber das macht die LZB ja dann alles selbstständig. Und zum Thema Bugs, ihr könnt in Videos von mir sehen, wie die 110 über 170 km/h fährt. Realismus pur, sage ich da nur. Realismus pur. Und dafür dann so viel Geld ausgeben, ja. Ob das immer alles so gerechtfertigt ist, ja, weiß man nicht. Ein führerloser Güterzug fährt durch die Gegend. Alles völlig normal. Dann die Züge kippen nicht um, wenn die irgendwie zu schnell in die Gleise fahren. Die bremsen teilweise nicht. Oder die fallen einfach vom Gleis runter, einfach so wie von Geisterhand, obwohl nichts gewesen ist. Oder die PZB ist total verbuggt. Lauter so Kleinigkeiten. Oder man hat Fernlicht an und man sieht nichts davon. Schlussleuchten funktionieren manchmal nicht und. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die aufsummiert eine ganze Menge ausmachen und dann diese teuren Preise. Wie gesagt, am Ende sind wir die Kunden, wir entscheiden, ob wir es kaufen oder nicht und wann wir es kaufen.
Und letztendlich haben wir ja die Macht gegenüber DTG, weil wir entscheiden, ob wir es kaufen, wann wir es kaufen und ob wir es überhaupt kaufen. Für die Preise, die da die DTG verlangt. Ich meine, dass DTG gute Arbeit macht, will ich gar nicht abstreiten. Überhaupt nicht. Ne? Dieses ganze Spiel, diesen ganzen Simulator hier hinzustellen, so realistisch, wie es nur geht, das gehört schon eine Menge dazu. Das ist eine ganze Menge Arbeit, das darf man wirklich nicht vergessen. Um Gottes Willen. Aber so manche Kleinigkeiten, das immer noch nicht in den Griff gekriegt zu haben, dann solche Preise verlangen und andere auszuwählen, die das Ganze dann alles umsonst bekommen. Könnt ihr euch selber überlegen, ob das alles so richtig ist und so fair ist. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin wirklich gespannt über eure Meinungen. So, jetzt genug gemeckert und gejammert. Ich muss uns mal wieder so ein bisschen hier positiv aufladen. Bin gespannt, was gleich in Kassel passiert. Beim CSD. Das sind jetzt auch nur noch 22 Kilometer. Schnell geht's, meine Güte. Irgendwie das Gefühl, das ging jetzt schneller als von Würzburg nach Fulda. Aber das ist nur meine Meinung. Oder mein Empfinden. Nur der Regen, der will einfach nicht aufhören. Absolut nicht. Ich finde auch am CSD überhaupt nichts Verwerfliches. Den soll es geben. Es soll die Menschen geben, die da hingehen. Es soll Menschen geben, die sich dafür interessieren, die vielleicht auch gleiche Geschlecht lieben oder alles Mögliche, was es halt so gibt. Wenn sie glücklich sind, sind sie glücklich. Das ist die Hauptsache. Und nur darum geht's. Wir leben in 2023 und da. Es ist alles ganz normal, so wie Kaugummi kauen. Manche Männer lieben Männer, manche Frauen lieben Frauen. Und das ist normal, so wie Kaugummi kauen. Soll es geben, kann es geben. Und ist halt so. Jeder so, wie er mag und glücklich ist. So, hier steht ein IC3 in Normallackierung mit grünen Streifen. Warum auch immer. Wahrscheinlich rotes Signal. Wir haben halt Vorrang mit unserem Pride ICE. Weil wir müssen pünktlich zum CSD kommen. Aber bitte. 14 Kilometer noch. Ich sag euch, gleich werden wir in Kassel ankommen, dann hört's auf zu rechnen. Wetten? Mit Sicherheit, das ist da meistens so, dass es kurz vor Ende des Szenarios dann plötzlich aufhört. Wunderschön, wirklich wunderschön. So, lassen wir das halt mal. Sind ja nur noch 9 Kilometer. Jetzt wären wir auch schon gebremst auf 200. Oder ist das 100? Der 100 sogar. Ui, der dann aber mal zu. Na, 180 haben wir gleich noch. Erst dazwischen noch.
Aber das sollten wir hinkriegen. So, die 180 haben wir erreicht oder geht er noch weiter runter auf 100? Es scheint noch weiter runter zu gehen. Ah, jetzt gehen wir runter auf 100. Wahrscheinlich, oder? Oder 160 oder? Ne, 100. Jetzt ist die LZB Ende. Das heißt, wir haben die AFB zu Ende. Machen wir die auch mal auf 100. So in die SIFA auf jeden Fall. Weil 100 ist ja angesagt, genau, dann haben wir ja richtig gemacht. So, das haben wir auch geschafft. Jetzt sind wir wieder PZB gesteuert. So, das heißt, wir haben dann auch gleich wahrscheinlich wieder 500 Hertz Magnet. Bin ich ja mal gespannt. So, wahrscheinlich 85. Ne, 60 stand da. Ach, shit. Da stand 60 auf dem Signal. Ganz klar. Ganz gut. Nummer 40. Da machen wir erstmal nichts verkehrt mit. Sage ich doch, gleich rot. Es hört und hört nicht auf zu riechen. Aber ja, da kann man natürlich nichts gegen machen, ist klar. So, 20.
So, da kommt ein Signal, Magnet. Oder ist das nur ein Tropfen gewesen? Da kommt ein Magnet, da muss ich wahrscheinlich quittieren. Ah, was war jetzt mein Fehler? Ich weiß es nicht. Ja, ist ja gut. Erstmal die Türen los hier. Ja, ist ja gut. So, wir sind in Kassel angekommen. Aber ja, scheint sich soweit nichts zu tun. Ich dachte, vielleicht sieht man hier noch irgendwie was, aber leider nicht. So, sollen die Türen verriegeln? Das tun wir. Und dann war's das. Mit unserer Fahrt von Würzburg nach Kassel. Mit unserem Pride ICE3 haben Gold erhalten, das ist sehr schön. Das war's mit dem Video und mit dem Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ja, das habe ich mir gedacht, dass wir das nicht wiederholen, beziehungsweise nicht auf freies Spiel gehen können. Dem ist dann halt so. Wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir haben Freitag. Wie gewohnt gibt es morgen natürlich auch noch ein Video, ich weiß noch nicht genau was, aber ihr werdet es sehen dann auf jeden Fall. Ich hoffe, dieses Video und dieses Szenario hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer, der den spielt das. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Mit mir zusammen. Ich bin der, den spielt das. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.